Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sweet Transit hier beim Metalizer. Und ja, was soll ich sagen, diesmal machen wir es ein wenig länger, nachdem es einige Kommentare gab, die gesagt haben, so, ah, naja, so 12 Minuten sind irgendwie zu kurz, machen wir ein bisschen länger. Dann mache ich das doch sehr, sehr gerne. Wir sehen natürlich hier immer noch Material aus der Closed Beta, die mittlerweile auch schon vorbei ist. Das heißt, irgendwann kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich kein Material mehr habe zu Sweet Transit. Aber dementsprechend gucken wir mal, wie viel wir noch haben. Ich glaube sogar, das könnte die letzte Folge sein. Also ja, stell euch darauf ein, dass nach dieser Folge dann Schluss ist. Wir waren auf jeden Fall dabei, das Sägewerk mit Hamburg zu verbinden. Die anderen Folgen findet ihr auch nochmal in der Playlist, habe ich euch nochmal verlinkt. Und da könnt ihr dann auch jederzeit reinschauen. Und das Interessante ist bei Sweet Transit, wir können tatsächlich Schienen auch kreuzen. Also Schienen können sich kreuzen. Ist natürlich nicht ganz realistisch, das ist mir durchaus bewusst, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ich wollte ja eine Bahnstrecke haben oder ein Schienennetz haben, welches um das Depot herum führt. Und dementsprechend habe ich das dann hier eingerichtet, habe mich dann aber doch dazu entschieden, die nicht über Kreuz gehen zu lassen, weil, naja, ein bisschen realitätsnah wollte ich am Ende ja doch spielen, zumindest ansatzweise. Wir können natürlich auch Signale setzen, die in beide Richtungen laufen und ja, das mit den Signalen ist so ein altes Trauerspiel bei mir. Sobald Sweet Transit im Early Access auf Steam erscheint, werde ich mich auch nochmal ein bisschen mehr mit Signalen befassen. Versprochen an dieser Stelle. Also bitte nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, wir sind auf jeden Fall unsere Züge fahren. Wir haben das Sägewerk jetzt mit Hamburg verbunden und aus Hamburg kommen die Arbeiter ins Sägewerk und das müssen wir natürlich auch nochmal einstellen über eine neue Route. Die Route nenne ich dann eben Hauptbahnhof zum Sägewerk, einfach um eine vernünftige Nomenklatur zu haben. Das Sägewerk befindet sich in der Nähe von Hamburg, dementsprechend habe ich es auch HH genannt. Die Route ist dann angelegt bzw. erstellt und wir müssen dann gleich nochmal ein paar Stationen hinzufügen. Und das können wir sogar relativ einfach über ein Dropdown-Menü machen, was ziemlich cool ist. Und unser Zug fährt dann in Hamburg los, lädt dort Arbeiter auf und wartet da für 20 Sekunden. Diese Conditions sind sehr wichtig. Entweder wartet er 20 Sekunden oder dass die Arbeiter zu 100% drin sind. Also wir können auch And-Or-Kombinationen definieren. Und der fährt dann zum Sägewerk und beim Sägewerk müssen wir natürlich auch sagen, wo er hinfahren soll. Und wir sehen nämlich auch, welche Route der Zug nimmt. Das ist einmal dieses Orange und das Rote und da können wir sehen, wie er fährt. Und wir können auch noch unterwegs noch andere Punkte einsetzen. Und er soll natürlich am Sägewerk Arbeiter austauschen. Wenn er damit fertig ist, nimmt er am Sägewerk selbst nochmal Bretter mit. Zumindest hatte ich das so eingestellt. Wobei, nee, das war eigentlich Quatsch. Merke ich gerade selber. Wir müssen jetzt zum Warenhaus hinfahren. Also keine Bretter aufladen. Das macht dann nochmal ein anderer Zug gleich an der Stelle. Aber zumindest kriegen wir Arbeiter. Und Arbeiter sind ja auch schon mal hilfreich, damit wir überhaupt irgendwie Bretter produzieren können. Denn das ist ja in Sweet Transit ganz wichtig. Wir haben jetzt hier einen Zug und wir definieren ein Preset, also einen vordefinierten Zug eben für diese spezielle Aufgabe. In dem Fall ist das dann jetzt der Personenzug. Und an diesem Personenzug brauchen wir eine Lokomotive, dann einen Kohlewagen und dann nochmal eine Lokomotive, die andersrum fährt, also in die entgegengesetzte Richtung und dass sie dann einen Multidrive unterstützt. Und die neue Lokomotive setzen wir dann auf der Route ein. Wir können den Routen auch verschiedene Farben geben. Wir können auch sagen, bau das bitte einmal oder zweimal, also bau diesen Zug zweimal. Was auch ziemlich praktisch ist, einfach im Hinblick darauf, dass wir einen Pendelverkehr haben. Also gerade wenn wir etwas längere Strecken zurücklegen, brauchen wir auf jeden Fall diesen Pendelverkehr. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Strecke vom Sägewerk zum Warenhaus, denn wir müssen die Waren ja in Sweet Transit zum Warenhaus liefern, damit wir sie verwenden können und nicht in die jeweilige Stadt. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Er soll auch wieder 20 Sekunden warten oder warten, bis die Ladung zu 100% voll ist. Und beim Warenhaus lädt er das Ganze ab, wartet dort 20 Sekunden oder eben bis die Ladung komplett abgeladen ist. Da können wir auch sagen, ob das zu 100% der Fall sein soll oder eben zu 0%. In dem Fall jetzt Cargo leer bei 100%. Und wir sehen jetzt hier auch die Route, die er fährt und können dann auch eben gucken, ob das alles für uns so passt. Das sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. Und ich habe jetzt auch hier gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen weiteren Bahnsteig, damit dieser Bahnsteig, den können wir direkt ankoppeln, sich nicht mit dem Personenverkehr in die Quere kommt. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich baue ein neues Bahngleis oder eine neue
Strecke, koppel ich einfach dran und verbinde sie auf direktem Weg mit dem Sägewerk, weil das zum einen ist es kürzer, zum anderen ist es schneller und effektiver und wir kommen mit dem Zug, in dem die Arbeiter sitzen, da kommen wir uns nicht in die Quere. Dementsprechend habe ich das Ganze dann so geplant. Und das ist ja auch das Schöne. Man kann den Bahnhof oder die Haltestelle noch beliebig erweitern. Der Bahnsteig muss halt nur mit dem Gebäude, mit dem Bahnhofsgebäude verbunden sein. Daraus ergeben sich natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, einfach auch um einen Bahnhof beliebig zu erweitern und auch in verschiedene Richtungen zu erweitern. Das fand ich ein sehr, sehr cooles Feature. Und hier haben wir jetzt natürlich auch nochmal eingestellt, okay, wir haben ein Bahngleis und wenn dieser Zug am Bahnhof angekommen ist, soll er natürlich auch wieder den richtigen Weg zurücknehmen. Dementsprechend habe ich auch hier wieder so einen kleinen Kreis gebaut. Und natürlich auch da wieder entsprechend die Signale platziert, damit sich da auch kein Zug in die Quere kommt. Ein Signal habe ich nochmal weggenommen. Ich dachte, okay, platziere ich nochmal neu. Auch das geht zum Glück relativ schnell. Und jetzt gucken halt die Züge, ob sie eben den nächsten Block befahren können. Und wenn sie den nächsten Block befahren können, dann düsen sie von dort aus los. Und auch ganz wichtig, das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, platziert die Signale nicht zu dicht an so einer Weiche, weil sonst blockiert ihr euch die ganze Weiche. Das will man natürlich nicht. Also der Zug sollte mit seiner gesamten Ladung eigentlich im Idealfall schon durch sein. Ich glaube, den Fehler habe ich hier jetzt zum zweiten Mal hintereinander gemacht. Aber gut, es hat ja zum Glück am Ende funktioniert und wir sprechen hier von einem Bahnsteig bzw. einem Bahngleis, wo wir unter Umständen Probleme hätten. Und ich habe auf dieser kurzen Strecke auch nicht ganz so viele Züge eingesetzt. Also maximal zwei würde ich hier bei so einer kurzen Strecke empfehlen. Wir sehen auch gerade, wir müssen jetzt natürlich das Depot auch gucken, dass es eben verbunden ist mit dem Sägewerk jeweils. Und dazu habe ich dann eben auch geschaut, wie kann der Zug fahren? Also kommt er vom Depot aus direkt zum Warenhaus? Das war nicht der Fall. Dementsprechend habe ich hier nochmal diese Kurve eingebaut, damit vom Depot aus der Zug auch eben entsprechend an seinen Bestimmungsort kommt. Weil das kann natürlich ein bisschen Probleme machen, wenn nämlich die erste Haltestelle das Warenhaus wäre, dann könnte er im Depot ein wenig Schwierigkeiten bekommen. Ja, und wir sehen jetzt auch nochmal, dass der Zug mit den Arbeitern aus Hamburg ist angekommen. Er hat aber noch keine entladen. Das fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Ich habe gedacht, okay, was ist da los? Und habe dann festgestellt, gut, da sitzen Leute drin, also wird dann bestimmt gleich schon funktionieren. Und wir sehen jetzt auch hier nochmal in dieser Übersicht, wie die Züge sich gegenseitig ausfahren. Also unser Zug mit den Arbeitern hier fährt jetzt auf Gleis 2 durch bei der Kohlemine und entsprechend der andere Zug kommt dann eben auch durch. Ich war aber dabei, dann nochmal das Sägewerk einzustellen und habe dann festgestellt und gesehen, naja, wir lassen einfach nur Zeit vergehen beim Ein- und Ausladen. Das war so ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Aber 20 Sekunden reichen vollkommen aus, um 100% der Arbeiter abzuladen. Also wenn ihr jetzt irgendwann spielen solltet, 20% reichen aus. Kann natürlich immer noch sein, dass sich im Vergleich zum Early Access nochmal ein bisschen was ändert. Aber experimentiert da gerne ein bisschen rum. Ja, und jetzt gucken wir mal, unser Zug kommt gerade am Sägewerk in Hamburg an und lädt die Arbeiter auch jetzt entsprechend ab. Hat also alles funktioniert und das Sägewerk kann seinen Betrieb aufnehmen. Dementsprechend können wir uns jetzt darum kümmern, dass die Bretter, die im Sägewerk entstehen, auch zum Warenhaus geliefert werden. Und dem Zug habe ich den Namen oder das Preset habe ich Holz genannt. Habe dann eben entsprechend eine Lokomotive, einmal einen Kohleanhänger noch zusätzlich drangepackt, damit wir mehr Kohle laden können. Und zusätzlich eben noch einmal den Flatwagon F10, beziehungsweise in dem Fall viermal, der kann nämlich Holz laden. Da muss man natürlich darauf achten, hier war noch eingestellt, dass er es zweimal baut. Ich wollte es natürlich nur einmal haben, habe ihn wieder auf die Route festgelegt und ihn bauen lassen. Das Gute ist, sobald wir einen Zug bauen und ihn einer Route zuweisen, wird er diese Route auch automatisch ansteuern. Das heißt, wir müssen uns dann um nichts mehr kümmern, sondern einfach nur die Zeit erwarten, bis der Zug entsprechend gebaut ist. Bei der Kohle habe ich halt eben auch geschaut, was soweit alles passt. Die hat natürlich ein bisschen sehr viel Waren produziert und habe mir dann gedacht, okay gut, wir müssen natürlich auch nochmal die Kohle ins Warenhaus liefern, weil, naja, sicher ist sicher, warum nicht? Obwohl wir Kohle zum Bauen eigentlich nicht brauchen. Ich habe dann trotzdem nochmal eine Linie bzw. ein Gleis gezogen, auch da geguckt, wie komme ich da am schnellsten, am einfachsten, am besten hin und so, dass ich möglichst wenig von einem anderen Gleis, was schon in Benutzung ist, verwende. Dann habe ich natürlich überlegt, okay, wo
lasse ich den Zug auch reinfahren. Weil wir brauchen ja nicht einen, also in dem Fall musste der Zug ja nicht mal lang sein. Weil der hat so eine kurze Strecke, die er absolvieren muss, dass wir auch mit einem kurzen Bahnsteig arbeiten können. Allerdings muss man auch dazu sagen, man muss ein bisschen Gespür dafür entwickeln, wie lang so ein Zug tatsächlich werden kann. Wenn wir eine Lokomotive dran haben, dann noch vielleicht einen Kohleanhänger und noch einen Frachtanhänger, dann wird das schon ziemlich lang. Also selbst bei so einem vermeintlich kleinen Zug oder ein vermeintlich kleiner Zug kann sehr, sehr schnell sehr lang werden. Muss man ein bisschen darauf achten, muss man ein bisschen gucken. Auch ich habe hier wieder einen Kreis gebaut, damit der Zug dementsprechend im Kreis fahren kann. Allerdings ist natürlich das Problem, damit er im Kreis fahren kann, muss er die letzte Weiche auch passieren können. Und da muss man immer ein bisschen schauen. Weil wenn der Zug selbst noch mit einem Teil in der Weiche drin steht, naja, wie soll er dann umdrehen? Wird ein bisschen schwierig. Dementsprechend muss man darauf ein wenig achten. Und das ist mir dann auch relativ schnell aufgefallen und habe gedacht, ob uns das schon reicht? Eigentlich ja nicht. Und habe dann nochmal gesagt, gut, dann muss ich nochmal improvisieren und vielleicht nochmal das Ganze ein wenig erweitern. Aber auch hier gilt, es ist in Sweet Transit super einfach, das Ganze zu vergrößern und zu erweitern. Und wir haben ja nicht das Problem, dass uns das Verlegen von Gleisen oder die Erweiterung vom Bahnhof super viel Geld oder Ressourcen kostet. Im Moment zahlt man die tatsächlich nur mit Geld. Also wir müssen nicht irgendwie noch Holz oder Stahl oder Eisen oder sowas für die Schienen ranliefern. Wir zahlen es einfach aus unserer Portokasse. Und Geld generieren wir natürlich wie? Naja, indem wir halt Bewohner haben, die in unserer Stadt Steuern zahlen. Ich habe gedacht, gut, ich erweitere das Gleis zumindest nochmal um einen weiteren Punkt. Das hat dann auch relativ gut funktioniert. Da war ich dann zumindest auf der sicheren Seite und wusste, okay, das wird dann so schon funktionieren. Und habe dann entsprechend den Zug eingerichtet. Beziehungsweise bevor wir mit dem Zug anfangen, brauchen wir die Route. Und die Route ist natürlich HH Kohle für Hansestadt Hamburg zum Warenhaus rüber. Und das Gute ist, das System oder das Spiel erkennt eben auch, wo wir gerade sind. Und jetzt haben wir hier ein Problem, nämlich der Zug konnte nicht weiterfahren. Ich habe gedacht, warum kann der sein Ziel jetzt gerade nicht erreichen? Das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Man kann natürlich hinklicken und gucken, ob man einen Warnhinweis bekommt, aber ich habe eigentlich das Problem nicht gesehen. Und hier war halt cannot match destination oder cannot reach destination. Ich habe gedacht, kann doch eigentlich nicht sein. Wieso kommt denn der da nicht hin? Und dann ist mir aufgefallen, ach du lieber Gott, das ist ein Zug mit Arbeitern. Wie ist der denn da hingekommen? Habe ich nicht verstanden. Ich weiß bis jetzt nicht, auch wenn ich das Video anschaue, ich weiß nicht, wie dieser Personenzug auf dieses Gleis da oben hingekommen ist. Aber auch dafür gibt es eine schöne Lösung in Sweet Transit. Wir können dann nämlich einfach die Route bearbeiten und relativ schnell und einfach die auch editieren und da einen Wegpunkt festsetzen, sodass wir wissen, wo wir am Ende ungefähr hin müssen. Ich habe dann gesagt, okay, lieber Zug, fahr doch bitte mal zurück zum Depot, damit du da irgendwie wieder an dein Ziel kommst. Das geht dann zum Glück auch. Also man kriegt es dann relativ gut hin. Und habe dann halt nochmal überlegt, okay, vielleicht habe ich den Zug einer falschen Route zugewiesen oder so. War aber auch nicht der Fall. Und dann habe ich einfach gesagt, Send Train to Depot, und dann wird er wie durch Magie ins Depot zurückgeschickt und startet dort dann seine Reise aufs Neue. Und das sehen wir jetzt hier auch, er fährt jetzt hier gerade los und das klappt dann in den meisten Fällen auch. Ich habe gedacht, gut, das wird wahrscheinlich an der Beta liegen, irgendwie ein kleiner Bug oder so. Ich denke mal, zum Early Access später wird das dann nochmal korrigiert. Kümmern wir uns wieder um die Route zur Kohle, wir sagen Kohle HH soll er starten, lädt dort Kohle auf, eine Condition, 20 Sekunden warten oder die Ladung ist voll, er fährt zum Warenhaus, sehen wir auch jetzt, wie der Kreis ist, das ist genau die Route, die wir haben wollen dafür, also so wie er fahren soll, und können jetzt aber auch noch sagen, fahr bitte woanders lang, also mit diesem Select Condition. Brauchten wir in dem Fall nicht, dementsprechend auch hier wieder gilt, 20 Sekunden warten oder die Ladung komplett ausgeladen. Damit ist die Route auch schon erstellt und ihr seht, das ist super easy und super einfach, solche Routen in Sweet Transit zu erstellen. Ja, und ich möchte mich wie gesagt auch nochmal bedanken dafür, dass Sweet Transit jetzt so gut angekommen ist. Also für meine Verhältnisse war das echt eine Überraschung, habe mich sehr darüber gefreut. Ich hoffe natürlich auch, dass ich zum Early Access nochmal ein bisschen was zeigen kann. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich wollte mich an dieser Stelle nur echt mal dafür bedanken.
Wir erstellen auf jeden Fall jetzt erstmal einen neuen Zug. Der soll, kriegt auch einen Kohletender nicht dran, weil er fährt hier direkt eine sehr kurze Strecke und kriegt dreimal, beziehungsweise, naja, sagen wir mal zweimal, den Gondolawagen G10 oder G10 und eine Lokomotive, damit er in beide Richtungen fahren kann. Und er soll die Route Hamburg-Kohle-Warenhaus bedienen. Die ist in dem Fall auch jetzt schon ausgewählt. Und das ist auch ein cooles Feature. Wir haben die Route auf der linken Seite offen. Und das zeigt er uns dann eben mit diesen Sternchen an. Also die Route ist dann immer direkt ausgewählt. Ja, Hamburg Hauptbahnhof, Sägewerk Hamburg, das ist immer das. Die Route, die wir jetzt an der linken Seite aktiv haben, zeigt er uns eben entsprechend auch bei der Routenauswahl an. Und das ist ein Mega-Feature, wie ich finde. Gerade wenn man mehrere Routen später hat, dann sieht man genau, welche Route habe ich gerade erstellt, wofür brauche ich den Zug gerade. Also mega, mega hilfreich. Wir hatten natürlich dann in Hamburg ein bisschen Probleme, ein bisschen Schwierigkeiten, weil, die Züge sind nicht vorangekommen. Die Züge sind nicht weitergefahren, die Arbeiter kamen nicht mehr an im Sägewerk, die waren erschöpft, die waren müde und dementsprechend hat sich das ein bisschen gestaut da oben in Hamburg, beziehungsweise am Sägewerk. Ich habe mir dann gedacht, aus den Augen, aus dem Sinn, gucken wir erstmal, ob unser Zug mit der Kohle, der von der Kohlemine zum Warenhaus fährt, ob der denn sein Ziel erreicht. Ich habe gedacht, das oben in Hamburg mit den Arbeitern wird sich schon irgendwie einpendeln. Hat es dann auch, keiner Spoiler. Wir sehen nämlich jetzt hier gerade den gelben Zug, der fährt da nämlich gerade auf der Linie lang. Hier wird jetzt Kohle aufgeladen auf den Zug und wir sehen halt eben auch, wir haben eine Kapazität von 50 und wir sehen auch eben, wie die Zeit jetzt gerade verstreicht. Und dann sind die 20 Sekunden vorbei und die Kohle ist auch vollständig aufgeladen. Also es passt genau vom Timing her, 20 Sekunden und beide Waggons sind entsprechend voll. Ja, und dann tuckert er so ganz gemütlich langsam los zum Warenhaus, lädt dort die Kohle ab, damit wir die eben für andere Bauprojekte verwenden können. Und ihr merkt, wir müssen irgendwie alles zum Warenhaus hinliefern. Und das bedeutet, wir werden später ziemlich, ziemlich, ziemlich große Warenhäuser haben. Habe ich in der Closed Beta nicht mehr erreicht, aber im Early Access wird das garantiert der Fall sein. Ja, und jetzt hier im Warenhaus angekommen, sehen wir auch, der Zug soll ja in beide Richtungen fahren können. Dementsprechend habe ich zwei Lokomotiven dran geklemmt. Er lädt jetzt hier die Kohle ab und fährt dann einfach geradeaus weiter. Und ihr seht ja auch, die Größe des Zuges, es war ganz gut, dass ich den Bahnsteig nochmal erweitert habe. Ja, und hier sehen wir jetzt auch nochmal die andere Route, die gerade fährt. Und wir sehen jetzt auch, wir haben jetzt gerade Holzbretter reinbekommen. Wir haben eine Produktion von 40 und Unterhaltskosten 29. Also wir haben 29 Bretter, die konstant von irgendwelchen Leuten verbraucht werden. Und auch da seht ihr, wir werden in Zukunft, werden wir echt viel, viel zu tun haben. Ihr seht hier, Upkeep von einem Haus ist schon mal ein Holz. Das ist nicht gerade wenig. Wenn man also größer baut, sollte man rechtzeitig darauf achten, dass man genug Holz ins Warenhaus bringt, weil sonst könnte man relativ schnell Probleme bekommen. Und das ist dann wahrscheinlich am Ende auch so ein kleiner Teufelskreis, aus dem man dann relativ schwer rauskommt. Ich habe mir gedacht, ich erweitere die Stadt einfach mal. Es war ja ein Ziel, ein Bevölkerungslimit von 400 zu erreichen. Musste nochmal das Wasser, einen Wasserturm platzieren. Und eben auch schauen, dass wir genug Fisch für unsere Bewohner haben. Das hat dann zum Glück auch, wie gesagt, relativ gut funktioniert. Da war ich echt froh drum, dass das so reibungslos geklappt hat. Und dann kann man auch sehen, wie sich die Stadt langsam weiterentwickelt. Und das ist ja das Schöne, man hat immer in Sweet Transit gefühlt immer was zu tun. Also man hat immer eine Aufgabe, man kann sein Schienennetz erweitern, man kann gucken, dass man Warenketten optimiert, man kann seine Stadt ausbauen, gucken, dass die Bewohner alles bekommen. Also die Möglichkeiten in Sweet Transit sind echt sehr, sehr, sehr groß und vielfältig. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Und ja, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war tatsächlich jetzt schon leider die letzte Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann hoffentlich in der Early Access Phase von Sweet Transit oder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.